Nach dem Kibo ist vor dem Kibo. Es geht wieder los mit unserem allerersten Kryozyklus. Wir hatten noch nie eine Blastozyste vorher eingefroren, aber jetzt ist ja ein Jahr her seit Luisas Geburt. Die letzten Zyklen ist nichts passiert und deswegen haben wir gesagt, wir tauen diesen Zyklus unser Eisbärchen auf. Zyklustag. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sicher laut mir der 10., laut meiner Kibo-Klinik der 9., weil es ja am Abend von dem einen Tag losging. Ich habe aber morgen noch keinen Kontrolltermin, weil mein Zyklus ja ein bisschen länger ist. Ich hätte die Wahl zwischen morgen. Luisa ist übrigens hier und spielt gerade mit meinem Lippenstift. Danke, mein Schatz. Darf ich den wieder haben? Danke! Ne? Ja, darf ich wieder haben. So, und ich habe natürlich totale Angst, dass ich jetzt doch schon zu früh einen Eisprung bekomme, weshalb ich die Ovulationstests jetzt wieder verwende. Blinkt jetzt mal wieder. Ich hoffe jetzt, dass der noch keinen Smiley anzeigt, weil sonst wäre ja schon Östrogenanstieg da und dann müsste ich gegebenenfalls doch heute die Kibo-Klinik anrufen und sagen, hey, bitte gebt mir doch morgen schon einen Termin, weil ich habe vorher gesagt, nee, Montag, weil sonst komme ich eh nur zweimal zur Kontrolle, weil es eh noch nicht so weit sein wird, auszulösen. Ne Maus? Ja, was macht die Mama da? Was macht die Mama da? Was tut die da? Die Mama versucht rauszukriegen, wann es soweit ist, ein Geschwisterchen zu bekommen. So, noch nie habe ich so nicht einen blinkenden Smiley sehen wollen, weil das ist jetzt natürlich ein schlechtes Zeichen, weil das heißt, ich glaube, ich muss doch sicherheitshalber morgen zur Kontrolle kommen. Nicht, dass es doch schon zu weit ist und ich am Ende meinen Eisprung verpasse. Ey, man hofft immer auf diesen blinkenden Smiley. Außer jetzt. So, ich habe mit der Kibo-Klinik telefoniert. Morgen um 11 habe ich Follikelkontrolle. So viel zu, ich bleib entspannt, ich warte bis Montag. ja, schauen wir mal morgen, ob der Clear Blue zu früh Alarm geschlagen hat oder ob das verdammt gut investierte 32 Euro war. Das war viel zu teuer, aber ich musste die nehmen, die mit Morning Express kamen. Und nicht das Angebot für 20 für 34 Euro. So Leute, ich bin auf dem Weg in meine Kibo-Klinik. Eigentlich wollte ich euch daheim in Ruhe filmen, aber natürlich ist mir die Zeit morgens mal wieder zu knapp geworden. Deswegen bin ich jetzt schon wieder in Hektik. Und muss schnell laufen, damit ich nicht zu spät zu meiner Follikelkontrolle komme. Ich habe ja gestern dann einen eingeschobenen Termin heute um 11 bekommen, weil ich ja Angst habe, dass mein Eisprung früher kommt. Und ich glaube, dass die Clear Blue nicht so falsch waren, weil gestern Abend habe ich gedacht, ich bin, hatte ich S plus Zervixschleim. So fädenziehbar. Sorry, wem das so eklig ist, das gibt's bei mir halt so. Da dachte ich mir echt, holy moly, an Zyklustag 9 bzw. 10? Spinnbarer Zervixschleim bei mir? Also gut, dass ich heute zur Kontrolle gehe. So Leute, ich bin jetzt wieder aus der Kibo-Klinik daheim und ta-da-da-da, es ist noch kein Leitfollikel sichtbar. Das war doch ein Fehlalarm. Also auch die Schleimhaut war so aufgebaut, sie war jetzt 5,4 mm, also eher so frühere Follikelphase. Und es sind viele Antralfollikel da, was mich sehr beruhigt hat, weil nämlich die Ergebnisse von meinem Bluttest auch da waren und mein AMH total abgerauscht ist. Das war bei 3 vor 2 Jahren und sollte so um 0,2 pro Jahr fallen und es war bei 1,3 und ich war so 1,3? 1,3? Ich bin 34. Ich hatte keine AMH-Wertprobleme. Ja, also aber die antralen Follikel sahen auf jeden Fall nach einer deutlich besseren Zahl aus. Also insofern sollte man den Wert jetzt mal nicht überinterpretieren, obwohl ich immer sage, dass der AMH so wichtig ist. Deswegen nehme ich ihn trotzdem als Warnung. Ja. Aber auf jeden Fall sah es auch nicht so aus, als wären von der Ausschabung von Luisas Geburt irgendwie Vernarbungen sichtbar. Also im Grunde die Gebärmutterschleimhaut war gut, aber halt noch eher Follikelphase und ein Leitfollikel war eben auch noch nicht so richtig großer sichtbar. Also Kontrolle am Montag wieder. So ihr Lieben, Monday Morning Update. Ich bin auf dem Weg wieder in die Kibo-Klinik zum zweiten Follikel-TV. Also die ganzen Tage war total seltsam.
Erst habe ich die ganze Zeit S plus gehabt, jetzt ist es wieder S. Die Basaltemperatur ist aber weiter noch super niedrig. Die normalen Ovos wurden erst ein bisschen dicker, aber nicht positiv. Habe ich jetzt noch zusätzlich gemacht. Jetzt sind sie auch wieder so, ha? Ich hatte da irgendeine komische Östrogenspitze. Spritze. Drin. Naja, jetzt gucken wir mal, wie es heute aussieht, ob sich ein Leitfollikel abbildet, wie groß er ist und wie die Schleimhaut aussieht. Also Leute, die Nachrichten sind so 50-50. Es gibt ein Leitfollikel, 14 mm, also noch ein bisschen zu klein. Muss man noch 2-3 Tage weiter abwarten auf jeden Fall. Also eher ein bisschen weiter. Ich habe am Freitag den nächsten Kontrolltermin. Die Schleimhaut hat sich weiter aufgebaut, ist jetzt bei 7,8 mm. Das wäre jetzt eigentlich alles ganz gut, wenn man sagt, ja, das ist ja schon mal ganz okay, die baut sich ja noch weiter auf, Schleimhaut gut, Follikel entwickelt sich. Aber meine Gebärmutterschleimhaut ist nicht dreischichtig, wie sie sein sollte. Wir hoffen, dass sie das bis Freitag tut. Wenn nicht, werden wir den Kryotransfer abbrechen und eine Gebärmutterspiegelung machen, wegen des Hintergrundes, dass ich ja diese Plazenta accreta hatte und damit eine tiefere Ausschabung. Und in dem Fall müsste man schauen, ob sich doch Verwachsungen gebildet haben, die dafür die Ursache sind, dass diese Plazenta eben, dass sich die Gebärmutter eben nicht richtig aufgebaut hat. Also drückt mir die Daumen, dass das nicht der Fall ist. Das kann ich echt nicht noch brauchen, Verwachsungen in der Gebärmutter. So ihr Lieben, ich bin ja schon in Stadtmitte bei meiner Klinik. Habe in der Viertelstunde Termin. Ich bin mega, 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 mega nervös. Mein Eisprung kommt. Habe ich ganz vergessen, ein Video dazu aufzunehmen. Gestern hat der Clear Blue einen stehenden Smiley gehabt. Dann habe ich einen normalen billigen Ovo gemacht. Der war noch so 20%. Wisst ja, die Fimometer-Dinger. Und dann habe ich nachmittags und abends nochmal einen gemacht. Und dann ist tatsächlich angestiegen. Und heute Morgen Spitzenwert. Wir haben natürlich gestern ein Herz gesetzt, ne? Sicher, sicher. Never miss a chance. Mann, ihr erfahrt echt alles von mir, ne? Ob ihr wollt oder nicht. Also auf jeden Fall heute Morgen Spitzenwert. Ovitrell habe ich gestern auch schon in der Apotheke bestellt. Kann ich heute auch schon abholen. Ist gestern Abend schon angekommen. Ich glaube, ich brauche es dann trotzdem. Ich bespreche das jetzt gleich. Long story short. Wenn jetzt meine Gebärmutterschleimhaut mitmacht, dann darf ich auslösen und in der Woche ist dann Transfer etwa. Vielleicht sogar einen Tag vorher. Mal schauen, besprechen wir jetzt gleich. Bin auf jeden Fall echt aufgeregt und auch sonst ist irre viel los mit Buch erscheinen nächste Woche. Und ach ja, ich habe gerade mit einem Rechtsanwalt telefoniert. Erzähle ich euch zu einem anderen Thema. Aber möglicherweise fange ich auch noch einen Rechtsstreit an. Ich als Kläger. Ich habe nichts ausgefressen, Mädels. Ich habe nichts ausgefressen. Jemand anders hat was ausgefressen. Und Drecherin Sarah lässt sich sowas nicht gefallen. Aber jetzt gehe ich erstmal in meine Klinik. Oh, pralles. Sehr gut, der ist auch bereit. Ja. Mega. Da haben wir eine Schicht. Da haben wir eine Schichtung. So, Mädels, ich kann gar nicht warten, bis ich auch nur aus der U-Bahn weg bin. Also, alles bestens. Transfer kann in einer Woche stattfinden. Meine Schleimhaut hat sich ordentlich aufgebaut. Sie ist jetzt dreischichtig. Sie ist 8,6 mm. Ich habe ein gutes, gemütliches Nest bereits gebaut, weil es ja noch eine Woche hin. Da kann man sich bequem machen. Aber echt, oh Gott, ihr wisst gar nicht, was mir für ein Stein vom Herzen gefallen ist. Heute Abend, 22 Uhr, darf ich den Eisprung auslösen. Machen wir trotzdem, doppelter Boden und so. Ab Montag nehme ich dann Progesteron. Und am Freitag Embryotransfer, einen Tag vor unserem Hochzeitstag. Wie geil ist das denn? Oh Mann, Leute, ich freue mich so. Und ich freue mich, euch wieder mit auf die Reise mitzunehmen.